Sie wissen ja, Seitenwechsel in der German Football League sind eher kurz. Da haben wir Michael Eubank im Gespräch mit Rick Webster. Rick Webster ist der Offensive Coordinator der Stuttgart Scorpions, der in den vergangenen beiden Wochen für die Scorpions Quarterback gespielt hat. Vergangene Saison war er noch Starting Quarterback bei den Ingolstadt Dukes. Jetzt musste er einspringen, nachdem die Scorpions Frank Brock aus seinem Vertrag entlassen haben. Und mit Webster hat die Offense der Scorpions, wenn man ganz ehrlich ist, auch nicht sonderlich erfolgreich ausgesehen. Jetzt also ein neuer Spielmacher. Neues Glück. Eubank gibt den Ball ab und der Pauli streckt sich. Und das sind 5 Yards Raumgewinn. Sogar 6 an der Zahl. Weil er hier einen Tackle bricht. Jonathan Silva Gomez bleibt dann an ihm dran. Aber trotzdem kann er den guten Lauf von der Pauli nicht verhindern. Und damit 3. Versuch und 4. Jacob Johnson in Motion. Ja, wird jetzt erstmal von Eubank auf die richtige Seite gestellt. Und dann der Handoff. Und dann wollen sie es mit dem Laufspiel probieren, aber das ist gegen diese Defense mutig, denn das ist Raumverlust für den Pauli. Und damit 4. Versuch für Stuttgart an der gegnerischen 40. Aber ebenso im Niemandsland, dass man hier kein Field Goal kicken kann. Und ein Punt bringt auch nicht so viel, wenn wir hier nochmal sehen, die Mitte ist dicht. Und die Stuttgarter gehen Risiko. 4. und 3. Na, Silva Gomez im Abseits, First Down Stuttgart. Sebastian Silva Gomez macht den Tackle, aber das wird trotzdem eine Strafe gegen Frankfurt geben. Und die Stuttgarter bekommen ein neues First Down. Ein Geschenk der Frankfurter Defense, so wie es vorhin auf der anderen Seite auch passiert ist. Also der Ballbesitz der Stuttgarter geht weiter. Offside, Defense, Nummer 1, erste Versuch Stuttgart. Also Sebastian Silva Gomez. Ganz unten wird er jetzt rechts ins Bild hüpfen. Da haben Sie ihn ganz kurz gesehen, der Mann mit der Nummer 1. Und dann macht er auch noch den Tackle, nachdem er sich den illegalen Vorteil verschafft hat. Und damit liegt der Ball an der Frankfurter 35. Frankfurt Blitz. Eubank wirft, intercepted. Pass abgefangen von Sebastian Gauthier, dem schwedischen Neuzugang. Da gibt es noch eine Flagge beim Return. Aber Eubank wirft in die Feldmitte und legt da einen Flatterball hin. Und das geht schief. Gauthier in seinem ersten Spiel für Universe mit seinem ersten Big Play. Strafe ist Personal Foul gegen Frankfurt. Unnecessary Roughness, also unnötige Härte gegen Jonathan Silva Gomez, dem Bruder von Sebastian. Die Silva Gomez-Familie hat also gerade 20 Yards Raumverlust produziert für Universe. Da haben wir noch den Return von Gauthier. Der Regelverstoß von Silva Gomez, der fand irgendwo außerhalb des Bildes statt.
und war deswegen vermutlich auch komplett unnötig, weil er keinen Einfluss auf den Return hatte. Dann kann man sich's eigentlich auch sparen. Aber natürlich Ballbesitz, Frankfurt Universe. So. Tom Fotsch, der Umpire, hat sich jetzt nochmal anders überlegt, den Ball noch ein bisschen weiter nach hinten gelegt. Jetzt stimmt's dann. Und damit beginnt Frankfurt an der eigenen 18. So, da gibt es unsere Offense wieder auf dem Platz. Auf der eigenen 17. Geht's los. Ja, wir hören Pfiffe der Schiedsrichter. Das war ein Fehlstart der Frankfurter. Deswegen wird der Spielzug sofort abgebrochen. Und Frankfurt mit einem 1. und 15. Und Steve Cluley klatscht in die Hände, um seine Jungs so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit aufzufordern. Also Fehlstart in der Offensive Line. Marco Wagner, der Sünder. Und damit Frankfurt also jetzt an der eigenen 13. Wieder der Handoff zu Betza. Diesmal haben die Stuttgarter was dagegen. Gut verteidigt von den Scorpions. Ein Yard Raumverlust. Und damit Frankfurt jetzt nur noch an der eigenen 12. Cloley täuscht den Pass an, läuft selber, findet die Lücken und macht das neue First Down an der 30-Yard-Linie. 18 Yards Raumgewinn für Steve Cluley. Und er wollte erst einen Pass werfen, aber er hat nicht die erste Option frei. Und dann denkt er sich, aus der Situation kann ich was machen. Und er ist wirklich sehr gut zu Fuß, der Frankfurter Quarterback. Also ein neuer erster Versuch, Universe. Andreas Betza. 4 Yards durch die Mitte. Zweiter Versuch. Diese Frankfurter Offense, Head Coach Brian Kaler, der auch der Offensive Coordinator ist, sagt, er will versuchen, Konzepte aus der Spread Offense mit einem traditionellen NFL Power Running Game zu verbinden, was eigentlich früher mal so ein totaler Gegensatz war, aber Trainer arbeiten daran, die besten Ideen aus beiden Konzepten zu kombinieren. Und das funktioniert hier gerade ganz gut. Andreas Betza, neues First Down. Ball liegt an der Mittellinie. Cluley wirft auf David Hyron und der ist zu schnell für alle. Touchdown Frankfurt, 50 Yards. Steve Cluley auf David Hyron. Letzte Woche in Ingolstadt hatte Hyron schon einen Sahnetag auf seiner Position als Slot Receiver. Einer der Besten der Liga und wir haben leider wieder einen verletzten Stuttgarter am Boden. Und das kann Jermaine Quinn, dem neuen Headcoach der Stuttgart Scorpions, nicht gefallen. Nicht nur die Punkte, die sie hier abgeben, das tut natürlich auch weh, aber die Verletzungsprobleme, die sie möglicherweise von diesem Spiel mitnehmen, denn die Scorpions haben eine dünne Personaldecke, haben nicht
ein super talentiertes Team. Und da tut jeder Ausfall doppelt weh. So, die gute Nachricht ist, es geht weiter für Nico Göhner mit der 39, ein Passverteidiger. Und für Universe gibt es jetzt den Extrapunkt Max Siemsen. Snap war wieder nur so mittelprächtig, aber Hieron rettet das Ganze, setzt den Ball sauber hin. Siemsen trifft. 17:0. Etwas mehr als 8 Minuten zu spielen in Halbzeit Nummer 1. Und natürlich hat Frankfurts Headcoach Brian Kehler gesagt, Idealszenario für uns wäre natürlich, ohne die Scorpions zu unterschätzen, aber wenn wir vor den schweren Spielen gegen Schwäbisch Hall und gegen Braunschweig hier heute relativ schnell klare Verhältnisse hätten und dann ein bisschen rotieren können und die Leute, die bei uns in den wichtigen Spielen gebraucht werden, möglicherweise ein bisschen früher vom Feld nehmen können. Das wäre ideal. Im Moment ist Frankfurt auf Kurs. Max Siemsen schreitet zum Kickoff, während die Frankfurter Offense sich dann schon auf den nächsten Einsatz vorbereitet. Aber jetzt ist dann gleich erstmal die Verteidigung am Werk. Blöser. Return bis an die 26-Yard-Linie. Also beim letzten Auftritt der Stuttgarter Offense haben sie den Ball eigentlich ganz gut bewegt, aber dann hat Michael Eubank eine Interception geworfen. Trotzdem war das ein hoffnungsvolles Zeichen, weil man den Ball tief in die Hälfte der Frankfurter bewegt hatte. Davon brauchen die Scorpions jetzt mehr. Vier Receiver auf dem Feld, Pistol-Formation, das heißt der Quarterback steht nicht direkt hinter dem Center, aber auch nicht neben dem Running Back. Und da ist was schiefgelaufen und da fliegt sofort die Flagge. Und wir haben den nächsten verletzten Stuttgarter. Das ist Wahnsinn. Das ist der vierte Spieler der Scorpions, der in dieser ersten Halbzeit verletzt am Boden liegt. So viel Pech kann man doch eigentlich gar nicht haben. Dauerstress für die medizinische Abteilung der Stuttgarter. Und jetzt dann auch er wieder auf den Beinen. Hier
Konnte leider die Rückennummer nicht erkennen. Doch, das war Pablo Börsch mit der 77. Und es war der eigene Kollege, der ihm da seitlich auf Bein fällt. So gefährlich beim Football, dieses Friendly Fire, wenn man es nicht kommen sieht. Wenn es einer aus dem eigenen Team ist, der einem seitlich in die Beine stolpert. Wir drücken die Daumen. 2.09. De Pauli. Nicht viel. Na? Mit ein bisschen weiterschieben wurde es doch relativ viel. Damit immerhin ungefähr 5 Yards Raum gewinnen, Dritter und 4. Eubank wirft vollständig, die Verteidigung ist sofort da. Und das war in der Nähe eines neuen First Downs. Hat aber nicht gereicht. Hat nicht gereicht. Fehlt noch ungefähr ein Meter zum neuen First Down. Und mit Meter meine ich tatsächlich einen Meter und kein Yard. Und die Stuttgarter schicken ihr Punt-Team aufs Feld. Pascal Flöser. Returner für Frankfurt ist David Hieron. Flöser hat vorhin einen richtig guten Punt hingelegt und Hieron fängt den Ball an der eigenen 25. Lässt zwei Mann aussteigen. Hieron fällt nach vorne an die 45. Fast an der Mittellinie beginnt die Offense von Frankfurt Universe den nächsten Ballbesitz. Da bekommt Hieron einen Block, der gerade noch so legal war. Man darf ja den Gegner nicht in den Rücken blocken. Da gilt es, vorsichtig zu sein. Aber dann haben sie ihn doch irgendwann, der vierte Stuttgarter, bringt David Hieron, den Mann aus Guatemala, zu Boden. Zwei Running Backs für Steve Cluley. Bin gespannt, was daraus passiert. Ja, einfach nur der Lauf von Joe Bergeron. Und das ist ein guter Lauf. Und das ist ein neues First Down für Universe. Und Frankfurt macht Tempo sofort wieder an der Linie. Während die Zeitlupe hier läuft, ist Universe schon bereit für den nächsten Spielzug. Aber jetzt dann doch nochmal der Blick zur Seitenlinie. Nächster Spielzug. Betzer und Bergeron jetzt jeweils links und rechts von Cluley. Handoff zu Bergeron. Tja. Und er ist immer noch nicht am Boden. Joe Bergeron. Und immer noch nicht. Bisschen Beast-Mode in Frankfurt. Joe Bergeron. Eigentlich war das ein Laufspielzug für Raumverlust. Auf seiner linken Seite. Cluley hatte auch lange gezögert, ihm tatsächlich den Ball zu geben. Jetzt hat er ihn und dann haben die Stuttgarter aber das gut verteidigt. Und hier die Balance zu halten und weiterzulaufen und dann auch Tackles zu brechen. Das ist einfach sensationell. Justin Rodney jetzt der zweite Running Back, aber der Pitch geht zu Andreas Betzer.
Und er geht ins Aus in der Nähe der 15-Yard-Linie. Natürlich neuer erster Versuch für Frankfurt. Aber es gibt wohl auch noch eine Flagge. Intensive Beratung in der Schiedsrichter-Crew und dann bekommen wir gleich das Urteil mitgeteilt. So, Schiedsrichter, wir sprechen sich noch. Und dann gleich hat der Whitehead. Ja, das ist offensichtlich doch schon ein etwas komplizierterer Sachverhalt. Also die Stuttgarter auch noch mit dem persönlichen Foul obendrauf. Eiko Dönl mit der Nummer 35 war wohl der Sünder. Schauen wir nochmal, ob wir das erkennen können. Hier Dönl, der die Gegenspieler ins Auszieht und ihn dann 3-4 Yards neben der Seitenlinie noch zu Boden wirft. Oder in diesem Fall muss man sagen, er hängt schon an ihm dran und er hört eben nicht auf, an ihm zu ziehen. Das haben die Schiedsrichter gesehen und bewertet. 15 Yards ist natürlich eine heftige Strafe, kann man sowieso nicht mehr abtragen. Aber die Distanz zur Goal-Line wird halbiert. Und damit beginnt Frankfurt, oder macht Frankfurt weiter an der gegnerischen 9-Yard-Linie mit einem ersten Versuch und Goal. Es ist ein Drive bei Frankfurt, wo sie zeigen, was sie mit dem Laufspiel drauf haben. Eine Demonstration von Macht und Power von Universe gegen diese Scorpions Defense. Und wo ich das sage, will Cluli einen Pass werfen und wirft den weg. Ja, da war zu viel Betrieb in der linken Ecke der Endzone aus Sicht von Cluli. Es ist das einzig Vernünftige, da den Ball nicht reinzuwerfen, sondern ihn zumindest so an die Seitenlinie platzieren, dass da gar kein Verteidiger eine Chance hat, ranzukommen. Zweiter Versuch. Dann eben wieder Laufspiel. Und bitteschön, Touchdown, Frankfurt Universe. Wenn ich es richtig gesehen habe, war das Justin Rodney. Der Herr mit der Nummer 33 macht den Touchdown. Justin Rodney, der Ex-Mannheimer. Frankfurt erhöht auf 23-0. Und Maximsen setzt noch eine oben drauf und damit steht es 4:41 vor Ende von Halbzeit Nummer 1. 24-0. Und das ist genau das, was ich eben angesprochen habe, die Frankfurter mit dem Laufspiel. Seine Machtdemonstration, die können dem Gegner hier die Spielweise diktieren. Die Scorpions haben nichts entgegenzusetzen. Die Scorpions, die bislang in dieser Saison vor allen Dingen mit der Passverteidigung Probleme hatten, aber sie sind auch hier absolut nicht in der Lage, das Frankfurter Laufspiel zu verteidigen. Währenddessen beginnt Mick Jagger jetzt gleich zu singen, I can't get no satisfaction. Ich bin nie zufrieden. Ich glaube, die Frankfurter Offense hat auch noch nicht genug.
Kickoff durch Max Simpson. Return Pascal Flöser. Auch eine seltene Kombination. Pascal Flöser ist der Panther und der Kick-Returner und dazu noch Wide Receiver bei den Stuttgart Scorpions. Und in den letzten Jahren hat er eigentlich, wenn er gespielt hat, meistens Running Back gespielt. Typischer Fall von kann einfach alles. Die Stuttgarter Offense um Michael Eubank. Ballübergabe durch die Mitte, Giacomo De Pauli. Er hat sich in der vergangenen Saison in den Mittelpunkt gespielt des Stuttgarter Laufspiels, Giacomo De Pauli. Dieser Saison die klare Nummer 1 auf der Running Back Position. Jetzt ist dann auch noch sein Backup, Daniel Kovacevic, nicht hundertprozentig fit. Und der Pauli wird ja immer wieder ins Herz der Verteidigung reingeschickt. Zweiter Versuch, Eubank. Eubank hat viel Platz, selber zu laufen. Macht er auch. Und dann rappelt es gewaltig. Der gerät in ein Sandwich aus Gauthier und Jonathan Silva Gomez und Jacob Johnson war auch noch irgendwie dabei. Die entscheidende Nachricht für die Stuttgarter ist, das ist ein neues First Down. Weil Udekbe da außen vorbeikommt, aber eben nicht den Quarterback erwischt. Und hinten dran ist ganz viel Platz. Nils Weiße wird da schon geblockt. Und Gott sei Dank ist Jacob Johnson da nichts Schlimmeres passiert. Da fällt eben der 2-Meter-Mann, der für den Quarterback spielt, voll von hinten in den Rücken. Aber geht weiter für alle Beteiligten. First down an der eigenen 38. Eubank. Poznanski ist dran. Kein gefangener Pass. Das Ziel war Yannick Schalli. Aber der hat da ganz wenig Platz von Joshua Poznanski, der vorhin hier in Frankfurt beim Einlauf als Mr. Interception vorgestellt wurde. Der hat schlicht und einfach ein Näschen dafür, wo der Ball hinkommen könnte. Und auch hier war er ganz nah dran. 2010. Futter alle vorne an der Linie. Das war ein Fehlstart von Universe, also ein zu frühes Betreten der neutralen Zone. Und es werden 5 Yards Strafe gegen Frankfurt sein. Während des Spielzugs. Offsides, Defense, Nummer 69, 5 Meter Strafe, es verbleibt der zweite Versuch. Der Sünder war Joachim Bachmann. Damit bleibt es zweiter Versuch, aber Stuttgart hat jetzt nur noch 5 Yards zu gehen. Aber wir sind noch nicht bereit. Blick auf die Uhr. Geht da alles mit rechten Dingen zu? Jetzt kommt eine Durchsage. Okay, also das waren 2 Sekunden Football, die uns die Schiedsrichter hier auf jeden Fall noch gönnen wollten in Halbzeit Nummer 1. Ja, muss ja alles mit rechten Dingen zugehen. Eubank
Gib den Ball an der Pauli. Nichts zu holen. Die Stuttgarter würden auch gerne so einen Drive hinlegen wie Frankfurt eben. Wo sie den Ball eigentlich nur mit Laufspiel quer übers Feld bewegt haben. Das wäre ein Traum für die Scorpions. Aber sie haben zwar das ein oder andere gute Play mit dem Laufspiel, wo sie mal 7, 8, 9 Yards machen. Aber konstant mit dem Lauf den Ball bewegen gegen diese Frankfurter Defense, das gelingt eigentlich fast niemand. Angetäuschter Blitz von Universe. Und Eubank. Unter Druck. Wirft den Ball vollständig. Richard Samuel fängt und zahlt den Preis dafür. Das hat ordentlich gescheppert. Eubank macht das gut, dem Druck entgehen. Und das war nicht Richard Samuel, sondern mit der Nummer 2 Shoichi Matsubara, ein japanischer Receiver bei den Stuttgart Scorpions, der aufgrund seiner Herkunft allerdings technisch als Amerikaner gezählt wird. Dürfen also nur zwei Amerikaner auf dem Feld sein, das sind im Moment Matsubara und Eubank. Und jetzt haben sie ihn erwischt. Und zwar zu zweit. Und den Sack macht Mark Anthony Hoare mit der Nummer 90. Schauen wir uns noch mal an. Eubank lässt sich da ein bisschen viel Zeit. Kevin Meyer kommt auch durch. Und Meyer ist der Erste, der an ihm dran ist. Also der Sack muss eigentlich Kevin Meyer gehören. Mit den 99 und damit Stuttgart jetzt mit einem zweiten Versuch und 18 Yards zu gehen. Eubank. Eubank wirft vollständig. Yannick Schalli bringt den Ball bis an die Frankfurter 44-Yard-Linie. Und damit sind es noch 6 Yards zu gehen für ein neues First Down. Gute Aktion von Eubank. Denn auch wenn der Druck kommt, sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, auch diesen Sack jetzt ganz locker abgeschüttelt hat. Und gleich in der nächsten Aktion dem Druck entkommt und für einen guten Raumgewinn wirft. So ist es korrekt. First Down war es natürlich nicht. Aber Stuttgart hält jetzt die Uhr an, denn wir haben nur noch 16 Sekunden in Halbzeit Nummer 1. Also dritte Auszeit für die Stuttgart, die können die Uhr anschließend nicht mehr anhalten. Jermaine Quinn, der Stuttgarter Head Coach, ist auf dem Feld, hat auch noch Gesprächsbedarf mit den Schiedsrichtern. Ich muss zugeben, ich wundere mich gerade, dass wir so schnell von 3:07 auf 16 Sekunden verbleiben gekommen sind, aber... Ich kann auch nicht das Gegenteil beweisen, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Also nehmen wir das so hin. Heißt aber nichts anderes, als dass die Stuttgarter hier unbedingt einen First Down erzielen müssen, nicht vorher im Feld getackelt werden können, sonst ist die erste Halbzeit wahrscheinlich vorbei.
Und Eubank unter Druck. Sergei Sulejmanov mit dem Sack. Und damit läuft die Uhr und sie läuft aus. Erste Halbzeit ist vorbei. Frankfurts Defense setzt ein letztes Ausrufezeichen. Der Mann mit der 97, er war der Mann, der Eubank hier zu Boden gebracht hat. Und damit geht Frankfurt Universe und seine Defense mit einem Shutout in die Pause. Es steht zu null, eine weiße Weste für die Frankfurter Defense. Und die Offense hat 24 Punkte auf die Anzeigentafel gebracht. Klare Sache im Moment. In Frankfurt, Universe führt deutlich. Und wir schnaufen ja auch kurz durch und melden uns rechtzeitig zum Beginn der zweiten Halbzeit wieder.